Früher waren Deutschlands Fechter eine Bank, wenn es um das Sammeln von Medaillen ging. Aber die goldenen Zeiten sind vorbei. Daran können auch die Säbelspezialisten um Matthias Szabo nichts ändern. Von den Olympischen Spielen in Rio kehrten die einstigen Vorzeigesportler ohne eine einzige Medaille zurück. Das könnte sich nun rächen. Deutschlands Innenminister, der auch für Sport zuständig ist, will die Förderung für Spitzensportler künftig an deren Medaillenchancen knüpfen. Wir bekennen uns dazu, dass Leistungs- und Spitzensportförderung bedeutet, wir fördern Exzellenz. Es geht auch um Podiumsplätze. Deutschland soll erfolgreicher sein, aber fair und sauber. Derzeit fließen jedes Jahr rund 250 Millionen Euro vom Bund an die deutschen Sportverbände. Demnächst soll das Geld zielgerichteter verteilt werden. Wer Aussicht auf Medaillen hat, würde demnach mehr Geld bekommen. Weniger erfolgreichen Sportarten wie dem Schwimmen könnte das Budget radikal gekürzt werden. Ob das allerdings tatsächlich dazu führen kann, dass ein großer Verband wie Schwimmen komplett aus der Förderung rausfällt, persönlich habe ich da meine Zweifel. Schwimmen ist eine Sportart, die letztlich von jedem Menschen in diesem Land ausgeübt werden kann. Und ich füge hinzu, auch ausgeübt werden sollte, aus guten Gründen. Und da braucht es eben auch eine gesellschaftspolitische Diskussion, welchen Spitzensport wollen wir. Eine Entscheidung darüber, wie Deutschlands Spitzensportler künftig gefördert werden, soll noch in diesem Jahr fallen. Klar aber scheint schon jetzt, das Gießkannenprinzip wird es demnächst wohl nicht mehr geben.